Und damit herzlich willkommen zum KI-Kampf Friedrich und Marschall gegen Wolf und Ratte. Ein Match, das sich zumindest auf dem Papier ziemlich gut anhört. Denn ich habe ja schon mal gesagt, Wolf ist so ein Problem, keine KI kriegt den alleine hin. Und auch als Unterstützer, also selbst wenn es ein 2 gegen 1 wäre, weil Ratte kann man ja eigentlich vielleicht als 0,1 oder 0,2 zählen, ne? Selbst wenn es ein 2 gegen 1 wäre, bräuchte selbst eine starke KI noch einen Unterstützer, der irgendwie dem Wolf gefährlich werden kann. Und tatsächlich erfüllt Marschall diese Kriterien. Marschall ist natürlich im frühen Spiel sehr angreifbar, aber mit einer Menge an Rittern, dann noch die Schwertkämpfer und die Tribocke im Angriff, Marschall könnte eigentlich dem Wolf gefährlich werden, vor allem in Kombination mit Friedrich. Und an sich wollte ich diese Kombination schon mal sehen. Und ja, ihr habt ja abgestimmt, also es war eher eine Abstimmung, dass ich sehe, wo gerade das Interesse liegt. Aber ich habe mich ja sowieso schon entschieden, wir machen beide Arten von Kämpfen. Also wir fangen jetzt erstmal auf der Map Frontline an. Die wurde mir übrigens zugeschickt von hier, Pilaf. Jetzt habe ich es von Crusader Pilaf, der ja auch die anderen Maps erstellt hatte. Und die Map Frontline, Property of Luca, made by... Ah, da, Crusader Pilaf, wollte schon gerade sagen, nicht, dass ich hier die falschen Credits gebe. Das ist eine verbesserte Version von der, die wir zuvor hatten, von Crossways. Und an sich sind die Abstände hier absolut genormt und gleich, weshalb auch die KI-Priorisierungen ein bisschen interessant werden, vor allem für die KIs, die immer auf die nächste KI gehen, wie jetzt etwa Wolf und Ratte. Und darauf komme ich später noch genauer zu sprechen, denn ich würde gerne noch eine weitere Umfrage machen, bei der ich gerne wissen würde, wie ihr gerne die Priorisierungen der KIs hättet, zumindest bei diesen Kämpfen, bei den Kämpfen mit klarem Tank und Supporter. Hier wird es ja wohl klar sein, wer Tank und wer Supporter spielt, ne? Bei den Kämpfen mit Tank und Supporter ist es klar, da ist es immer der Nächste, sonst würde das ganze Format nicht funktionieren. Aber hier würde es mich gerne mal interessieren. Wir spielen aktuell noch mit den originalen Priorisierungen. Was bedeutet das auf jeden Fall Wolf und Ratte? Ich bin mir gerade aus dem Kopf gar nicht sicher, was Friedrich und Marschall angeht. Das werden wir sehen. Ja, ich würde mal sagen, 4000 Gold für jeden. Aggressive KIs mal wieder wie immer am Start. Und möge der nicht schlechteste gewinnen. So kann man es auch ausdrücken, ne? Also, Marschall unten. Also, ich würde mal sagen, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass... ich komme nochmal drauf. Also, die Sache ist die. Die Abstände sind exakt gleich. Aber wir haben KIs, die immer den nächsten Gegner angreifen. Wie ist das jetzt geregelt? Nun, soweit mir das gesagt wurde von Pilaf, ist es so, dass die KIs jetzt eben nach Farbe angreifen. Klar könnte ich das jetzt hier steuern, indem ich den KIs gewisse Farben gebe. Aber ich bleibe einfach bei der originalen Farbgebung, wie wir immer gemacht haben. Und wen die KI dann eben angreift, den greift sie eben an. Deswegen frage ich ja auch nochmal eine extra Umfrage nach, ob wir original halten wollen oder doch lieber eine Priorisierung nehmen wollen, wie immer auf den Schwächsten. Immer auf den Schwächsten zu gehen, wäre nämlich auch eine interessante Priorisierung, weil man dann sehr häufig Teamangriffe hat. Und wir haben die Ratte, die auf Friedrich geht. Ja, wegen der Farbe. Ich glaube, man geht immer auf die niedrigste. War das nicht immer auf die letzte Farbe? Und ist Marschall nicht eher letzte Farbe als... Oh, aber schaut euch das mal an. Die Ratte wird Die Ratte rascht jetzt aber nicht ernster. Die Ratte rascht Friedrich weg. Was passiert? Alter, wie eklig. Der Wolf muss noch nicht mal was machen. Friedrich hat einfach seine gesamten Schützen zusammen... ...schossen bekommen. Und zerlanzt. Zerstochen. Okay, die Ratte geht auf Friedrich. Weil ich sage es dir, die Abstände der KIs zueinander sind exakt gleich. Soll heißen, es soll sich nach Farben richten. Und soweit ich weiß, geht die KI immer auf den mit der letzten Farbe, die hinzugefügt wird. Und eigentlich kommt Blau nach Gelb. Oder war es doch die erste? Das war, glaube ich, die letzte. Und eigentlich müsste dann dementsprechend Longarm jetzt gerade fokussiert werden in diesem Team. Aber es ist irgendwie doch nicht so, oder? Oder es ist... Ich bin gerade verwirrt. Wir werden sehen. Okay, Wolf wird eine Weile brauchen, bis seine Wirtschaft läuft. Die Ratte greift schon wieder. Friedrich, die Ratte ist gerade hier echt MVP. Die Ratte macht jetzt einfach... pass auf, Wolf chillt jetzt einfach und Ratte macht beide platt. Dann schaue ich nicht schlecht, ne? Aber ganz ehrlich, schaut euch das mal an. Friedrich hat fast keine Defensive mehr. Alter, wenn die Ratte jetzt einfach Friedrich umnatzt, ich komme darauf nicht klar. Okay, Marschall hilft von der Seite. Zumindest ein Bogenschütze ist da. Der Holzfäller verteidigt. Was beobachte ich hier? Alter, nein.
Gepüst, sowas nicht. Ich habe dich nur als Puffer reingemacht, dass es nicht ein ganzes 2 gegen 1 ist, dass wir wenigstens einen kleinen Teamkampf haben, aber. Alter, gib dich das mal. Die Ratte wischt dir mit Friedrich gerade einmal nass durch. Einmal feucht durchgewischt. Spätestens wenn der Wolf jetzt auch mal angreift. Ich könnte mir aber echt vorstellen, so blöd es klingt, aber ich glaube, Friedrich und Marschall gegen 2 Ratten, wenn die beiden Ratten das gleiche Ziel haben, ich glaube, die beiden Ratten könnten gewinnen. Gleiches auch gegen den Wolf. Ich könnte mir vorstellen, dass 2 Ratten oder sowas, oder vielleicht eine Schlange und eine Ratte, den Wolf mit diesem Startgold besiegen könnten. Oh, Marschall versucht jetzt mal Friedrich ein kleines bisschen aus der Patsche zu helfen, wo die Ratte, den gefährlichsten von allen, der Ratte mal hier wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Ah, schön. Was passiert hier? Ratte gerade MVP, ey. Ich pack's nicht. Ja, aber Marschall geht auf die Ratte. Was bedeutet, wenn Marschall schnell ist? Zumindest so schnell, wie es seine Hüfte noch zulässt, ne? Und die Ratte schnell ausschaltet, sind die Chancen ziemlich gut für die beiden. Aber ihr merkt, dass die Ratte gerade echt böse Schaden anrichtet. Und irgendwann kommen ja auch noch Pikiniere dazu. Dann wird die Ratte auch mal gefährlich irgendwann im Endgame. Da hat die Ratte einen Vorteil, den die Schlange nicht hat, beispielsweise. Also dann auch beim Teamkampf, wo es um Tank und Support geht. Die Ratte könnte irgendwann mit Pikinieren supporten, was durchaus nicht ohne ist, das wissen wir ja. Wie wir alle gelernt haben in der Schule. Okay, Friedrich hat jetzt mal ein paar Verteidiger, aber längst noch nicht viele. Aber Marschall, der hat ja gerade richtig Spaß mit seinen Rittern. Und Friedrichs Ritter plus die vom Marschall könnten beim Wolf auch starken wirtschaftlichen Schaden anrichten. Und oh, Marschall. Es könnte sein, dass Marschall jetzt einfach mal die Ratte wegwuppt. Wupp, wupp. Aber stell dich mal vor, wären das 2 Ratten gewesen, die hätten jetzt vielleicht Friedrich gekillt sogar. Mit den Angriffen in der Kombination. Das muss man sich erstmal überlegen. Und dann hätten die zusammen Marschall fokussiert und wahrscheinlich ihn dann auch noch umgenatzt. Was? Das ist auch gleich mal ein guter Test, inwiefern Wolf noch tanky ist, wenn 2, sagen wir mal, ein starker und eine Mittelklasse-KI gegen ihn kämpfen. Weil das hat man in den Teamkämpfen beispielsweise nicht zuvor bei den Team-Turnierkämpfen. Okay, hier ist nach wie vor da Tower Defense am Start. Es könnte sein, dass die Ratte jetzt von Wolfis Pikinieren gerettet wird. Andererseits. Oh, die kommt da gerade durch, ne? Aber es sind nicht genug Schwertis übrig, um die Ratte zu finishen. Also Ratte noch im Spiel. Noch ist alles offen. Friedrich hat sich jetzt mal so weit aufgebaut. Der hat aber echt übelst den Stock in hier die Vorratkette bekommen. Friedrich einfach auf so einem mittelalterlichen Fahrradversion, ne? Ratte piekst da so mit dem Stock rein und Friedrich fällt in den Fluss rein. Genauso stelle ich es mir gerade vor. Marschall weiter am Stören. Ich glaube, die Ratte wird jetzt nicht mehr zu viel kommen. Er hat jetzt viel verloren, jetzt kriegt er mal wieder die Wirtschaft ein bisschen geflext. Es ist halt die Frage, was wäre besser, wenn der Marschall jetzt den Wolf von Anfang an stören würde oder dass er sich wirklich auf die Ratte fokussiert, um dann später Friedrich helfen zu können? Beides würde Sinn ergeben. Weil die Ratte jetzt in Ruhe zu lassen, ist auch nicht unbedingt die beste Wahl, ne? Klar könnte man den Wolf am Anfang gut stören mit den Rittern. Aber ich glaube, die Ratte loszuwerden, könnte schon echt nervig sein. Und ja, gut, beim Wolf. Sagen wir es mal so, wenn der Wolf Marschall angreift, war es das für ein Marschall. Und dann wird Friedrich das alleine auch nicht mehr packen können. Von daher, es fängt jetzt vieles davon ab, wen der Wolf angreift. Aber wenn das wirklich so ist wie bei der Rattenfokussierung, dann wird der Wolf wohl Friedrich angreifen. Ah, das sind Friedrich-Schwertkämpfer. Ich würde schon sagen, geht der Marschall jetzt. Okay. Ah, aber Marschall greift auch wieder an. Es könnte sein, dass es das jetzt mit der Ratte war. Ja. Friedrich wird wohl noch einige Zeit baden müssen, bis er beim Wolf durchkommt. Vor allem bei der Verteidigung, ne? Das ist echt übel. Negative Angstfaktor hinterher, das ist eine Zahl von Armbrustschützen. Böse. Die haben immer noch genug Durchschlagskraft. Marschall haut der Ratte aufs Maul. Das hat ein bisschen. Also irgendwie ist es so ein kleines bisschen Stronghold 1 nacherzählt. Der Friedrich ist einfach der Spieler.
Der Boy und Marshall, ja klar, ist natürlich so longarm. Es geht gerade gegen Ratte und Wolf. What? Gut. Friedrich als der Boy. Ich glaube, da ist so ein kleines bisschen so ein Altersunterschied drin. Friedrich geht nicht mal als der Vater durch. Ja, die vier Ritter von Friedrich kommen nicht weit. Vor allem bei den... Da muss anderweitig. Aber jetzt, wo die Ratte weg ist... Ja, ihr seht, die Katapulte schießen da von der Seite. Und jetzt ist es ein 2 gegen 1. Und das könnte dann das Interessante werden, wenn es... Bis jetzt hat Wolf noch kein einziges Mal angegriffen, ne? Der hat bis jetzt volle Kanne sein Wirtschaftsparadies hier aufgebaut. Jetzt wird sich zeigen, ob er tanken kann. Lange, weil Wolfs Hauptziel ist jetzt einfach nur überleben und sammeln. Weil ganz ehrlich, Wolf braucht einfach nur überleben und immer wieder einen Angriff nach einem anderen starten und irgendwann bricht er auch bei Friedrich. Ist egal bei wem, irgendwann bricht er durch. Und ich glaube, er wird Friedrich angreifen. Interessant, dass Friedrich jetzt gerade den Tank spielt. Aber dementsprechend, das Tank-Supporter-Format wird trotzdem auf eine gewisse Weise interessant werden. Oh, fette Feldschlacht. Denn dann wird die Ratte bis zum Schluss mit dem Spiel bleiben. Jetzt ist die frühzeitig ausgeschaltet worden. Aber ja, wie gesagt, demnächst wird noch eine Umfrage erscheinen. Welche Art von KI-Kämpfen ihr priorisiert? Ob es lieber... KI-Kämpfen, welche Art von KI-Priorisierung ihr priorisiert. Ob die KIs jetzt ihre Originaleinstellung haben sollten, wodurch es heißt, sie gehen auf Farbe, wenn auf dieser Map, wo die Abstände gleich sind. Oder aber, ob wir wirklich umschalten sollten auf alle KIs gehen immer auf die Schwächste. Dann hätten wir halt Dynamiken, dass immer mal wieder beide auf einen, dass die Ziele hier und da gewechselt werden. Dann werden auch immer die schwächsten Ziele zuerst rausgepickt. Könnte auch interessant werden. Und es würde halt einen stärkeren Kontrast darstellen zu den Tank- und Supporter-Kämpfen später. Die Entscheidung überlasse ich euch. Das hier machen wir noch mit Originaleinstellung. Also, ich will es mal so sagen. Wenn der Wolf jetzt auf Marshall gehen würde, würde er das Spiel ziemlich sicher gewinnen. Jetzt ein paar Angriffe später oder so, irgendwann wird der Marshall fallen und im Duell hat Friedrich gegen den Wolf keine Chance. Dann würde Friedrich auch auf lange Sicht draufgehen. Da wird sich halt ein bisschen ziehen, aber das wird einfach Friedrichs Untergang werden. Dadurch, dass Friedrich tankt, ist das Spiel jetzt ausgeglichen. Das könnte bei... Jetzt halt die Frage. Schaffen es Friedrich und Marshall genug Druck aufzubauen, um den Wolf in die Knie zu zwingen? Oder ist der Wolf früher irgendwann bei Friedrich durchgebrochen? Ui, das sind ein paar Bogenschützen, ne? Marshall kann jetzt auch ein bisschen stören. Gute Frage, ob da... Oh, er hat den Tribok zerschossen. Ein Bock ist auch mit dabei. Die Bogenschützen machen nicht viel. Aber es wird immer wieder mal Druck aufgebaut, ne? Wolf hat aber auch keine großartigen Reserven. Das bedeutet, alles, was an wirtschaftlichen Schaden angerichtet wird... ist angerichteter wirtschaftlicher Schaden. Ne, das tut schon wirklich weh. Es ist nicht wie beim Abt oder so, dass der so im Geld schwimmt, dass es keinen Unterschied macht. Aber selbst die große Ritterhorde vom Marschall bringt nicht viel, wenn die immer direkt an der Burg vorbeireiten. Die müssten halt größere Runden außen rum. Dann könnten die wirklich die gesamten Zulieferwege da quasi kappen. Aber so wird das schwierig. Aber da schon allein dadurch, dass Marschall die ganze Zeit Katapulte spammt. Das kann ein ganz guter Support sein, zusammen mit Friedrichs Angriffen. Jetzt kommen die Ritter noch während des Angriffs. Das könnte auch ein bisschen helfen. Die kommen aber trotzdem nicht weit, ne? Also die Ritter können einfach... Der Wolf ist einfach ein zu großes Tankmonster, ne? Das ist einfach krank. Selbst irgendwelche Störangriffe auf die Wirtschaft bringt er... Aber das ist nicht schlecht. Ey, Marshall hat gelernt, weil einfach da hinten diese Farmen sind. Ja gut, so kann man es auch machen, ne? Okay, ich glaube, der Kampf könnte noch sehr, sehr interessant werden. Jetzt sind die Ritter da auch ein bisschen am Schaden anrichten, mal ausnahmsweise. Ich glaube, das war eine gute Idee. Ich habe es nicht getestet. Ich wusste nicht, ob es gebalanced ist oder nicht. Wie gesagt, ich gehe jetzt mittlerweile mit der Einstellung ran, dass Kämpfe eben so sind, wie sie sind. Und ich muss nicht ewig vorher balancen. Dann ist es auch weniger frustrierend für mich, wenn ich einen Kampf stundenlang balance. Nur, dass der dann in der Praxis trotzdem nicht funktioniert, dann plötzlich, weil irgendwas schief geht. So ist das doch viel, viel cooler, auch mich selbst überraschen zu lassen.
umso begeisterter ist man dann, wenn der Kampf plötzlich überraschend mega gut wird. Und das hat noch Potenzial. Der Wolf nicht mehr weit davon entfernt, selbst mal anzugreifen. Aber Friedrich... Ich würde nicht sagen, dass Friedrich halt ultra-tanky ist, gerade gegen den Wolf. Wir haben gesehen, dass das vor allem dieses eine Stelle, ich denke mal, die ist absichtlich so dünn gelassen. Friedrich kann von einem relativ guten, konsequenten Angriff vom Wolf sehr schnell geknackt werden. Vielleicht nicht vom nächsten, aber vielleicht vom übernächsten oder dem danach. Oder dem danach. Oder dem danach! Ja, lass euch das mal durch den Kopf gehen. Aber es könnte echt interessant werden, wenn wir dann noch Tank-Supporter-Prinzip haben und die Ratte von hinten immer nervt, also mit dazukommt. Und wie gesagt, irgendwann kommt der auch mit Pikinieren und die Lanzenträgeranzahl wird auch nicht immer geringer. Das könnte auch irgendwann gefährlich werden. So, nächster Angriff vom Wolf. Ich finde es aber interessant, dass Friedrich auch Feuerballisten jetzt einsetzt. Da haben wir den nächsten Angriff. Das ist gerade mal der zweite Angriff vom Wolf. Und der kommt schon mit solchen Sachen hier. Ja, aber die werden abgeschossen. Meucheln wird er kommen. Die Pikiniere wollen ein bisschen... Nee, das sind noch nicht genug Truppen, um Stress zu machen. Erst recht, wenn noch die Angriffsarmee da ist, selbst ohne die Angriffsarmee. Aber es kann trotzdem... Ihr merkt, das wird jetzt ruckzuck aufgebuddelt sein. Also Friedrichs Plotbuchgraben ist längst nicht mehr so stark, wie er mal war. Hier wäre jetzt schon offen und jetzt könnte man schon Stress machen. Also ich würde sagen, Wolf könnte im Laufe... Je länger das Spiel dauert, ohne dass der Wolf nennenswert geschwächt wird, desto eher wird der Wolf das Ding gewinnen. Irgendwann wird er bei Friedrich durchbrechen mit einem Angriff. Während Friedrich und Marschall kooperieren müssen, um den Wolf zu bezwingen. Bevor das passiert. Weil keiner kann für sich allein genommen den Wolf besiegen. Die müssen zusammen angreifen oder irgendwie einer greift an und der andere stört die Wirtschaft. Also, es hört sich jetzt so an, als müssten die aktiv zusammenarbeiten. Das sind natürlich KIs, bei denen vieles zufällig ist, aber diese Zufälle müssen halt stimmen, ne? Friedrich jetzt mit dem Konterangriff. Könnte unglaublich effizient sein, wenn er durchbrechen könnte, aber das, bei der Verteidigung kommst du so schnell nicht durch. Wir haben ein paar Trieböckchen, die schießen. Friedrich mittlerweile mit einer ganz ordentlichen Anzahl, aber die Schwertkämpfer werden halt trotzdem aufgeraucht von der Verteidigung. Da muss Friedrich noch viel sammeln, bis das gefährlich wird für den Wolf. Aber interessant, die Tribocke bilden auch... Ja, Tatsache, die Tribocke bilden auch einen kleinen Burggraben-Nerf, ne? Weil frontal kommt man da ziemlich gut durch. Wann greift denn der Marschall eigentlich mal wieder? Ah, okay. Das, wenn die gleichzeitig gekommen wären, ne? Werden sie gleichzeitig angegriffen. Das hätte echt gut Schaden anrichten können, wenn die jetzt ein bisschen versetzt, also Friedrich ein bisschen gewartet hätte quasi. Das hätte ganz gut was anrichten können. Vor allem in Kombination mit den Rittern, die dann ständig kommen. Schwertkämpfer von Marschall sind immer noch viel zu wenige. Aber an und für sich, auch die hier, Marschall hat jetzt einen Turm zerstört. Macht durchaus Schaden. Die Besatzung ist draufgegangen davon. Die Geräte natürlich. Katapulte machen immer wieder ein bisschen Bum-Bum. Das kann schon funktionieren. Aber Wolf auch gar nicht mehr wieder so weit von seinem Angriff. Also, er kriegt zwar immer wieder ein paar Schäden ab, aber die sind nicht stark genug, um ihn am Sammeln seiner Armee zu hindern. Aber vielleicht reicht ja die Verzögerung aus, dass die beiden eben schneller... das Wettrüsten machen als er. Die Pechgräben, Fallen, Feuerballisten, Armbrustschützen. Also wenn Ritter über die Burg reiten wollen, die haben sich wirklich den schlimmsten möglichen Pfad ausgesucht, ne? Okay, dann schauen wir mal. Nächster Angriff wird nicht mehr lange dauern. Wir haben ja noch einen zweiten Kampf vor uns. Wir können ja jetzt nicht 2 Stunden dauern lassen. Dementsprechend überspringen wir mal gerade ein paar... Oh, Friedrich... Ja, hier, solche Störaktionen bei Farmen. So sehr ich es eigentlich ankreide, Ritter auf eine Apfelfarm zu schicken. Aber das ist jetzt einer der wenigen Punkte, in dem ich sage, besser als die jetzt einmal komplett quer durch die Burg schleifen zu lassen hier. Okay, wer greift als nächstes an, ist die Frage. Es könnte sein, dass Wolf und Friedrich gleichzeitig angreifen. Wenn ich mir das so angucke, vom Verhältnis. Frima versus Vora.
Da haben wir es mal wieder, ne? Oder wie alle gesagt haben, Rat und Wolf ist Rolf. Speichern. Ja, jetzt kommt. Ja, Tatsache, das war ziemlich gut angekündigt, ne? Wir haben einen Friedrich gegen Wolf auf offenem Feld. Was, wenn der Wolf. Wolf hat eigentlich mehr Durchschlagskraft, dementsprechend könnte das für Friedrich richtig böse ausgehen. Aber das sieht ganz gut aus. Die Armbrustschützen sind früher am Start, können ein bisschen Schaden anrichten. Die Molchenmärte werden wir abgewehrt. Da jetzt kommen noch die Mangen dazu. Dann nochmal Schwertkämpfer in der Backline. Also ich glaube, Friedrich kann hier das relativ unschädlich machen. Nicht komplett, aber gut genug, dass. Oh, vor allem jetzt kommt noch der Marschallangriff. Marschall, das. Ich weiß, du hast es nicht mehr mit den Augen so jetzt aktuell, aber. So weit können die jetzt auch nicht schießen. Friedrich, du. Ist das wie. Nicht schon wieder der Bug, oder? Warum da hinten? Da hinten bringt das nichts. Okay, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Tribocke bringen eh nicht viel gegen den Wolf. Das Einzige, was die Tribocke geschafft haben, war entweder diese Kontertribocke abzuschießen oder eben diesen einen Turm zu zerstören. Mehr haben die Tribocke bis jetzt nicht erreicht, einfach weil die entweder zu schnell abgeschossen werden oder weil die ihre Prioritäten hauptsächlich auf diesen kleinen Mauern da vorne setzen, hauptsächlich dahin schießen, in dem Bereich. Die schaffen es eben einfach leider nicht, die wichtigen Sachen da hinten anzugreifen. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Das sind die Katapulte und Feuerballisten fast schon wichtiger im Angriff. Aber trotzdem tut es weh, das zu sehen. Aber gut, das sind jetzt Verteidigungstribocke für Friedrich, ne? Oh. Ja, okay, auf die Weise. Nee, ich würde jetzt trotzdem nicht argumentieren, dass das effektiv war. Speichern. Mit den Rittern. Ich meine, ein paar Armbrustschützen kaputt zu machen, ja, okay. Und damit immer wieder Patrouillenbewegungen auszulösen. Hier, sowas ist gut, Marschall. Weitermachen. Und dann nach oben. Also nicht, dass ich jetzt eine Seite voll anfeuern will, aber wie gesagt, ich. Ja, das war nicht schlecht. Ich achte immer auf Ritterverschwendung, ne? Auf Ritternachhaltigkeit. Und es blutet mir immer das Herz, wenn ich sehe, dass Ritter einfach so hirnlos eingesetzt werden, dass du die genauso gut einfach weglassen könntest. Eine Sache darf man natürlich auch nicht vergessen, neben der Tatsache, dass die Ratte natürlich länger da ist beim Tank-Support-System. Hinzu kommt, dass der Marschall eben früher auf den Wolf geht und ihn damit quasi beim Aufbau hindert. Ihr habt ja gesehen, wie viele Ritter am Anfang da sind. Und wenn der Wolf noch nicht seine volle Verteidigung da hat, setzt es ihn auch gewaltig zurück. Also man muss nicht gleich davon ausgehen, dass Wolf-Ratten bessere Chancen hat beim nächsten Kampf. Es könnte in beide Richtungen sich interessant entwickeln. Und ja, nächster Angriff vom Wolf. Alter Falter, ey. Da kommen ein paar Ritterlein vom Friedolein. Erste Mangel down. Oh, Marschall kommt von der Seite. Schon wieder da hinten. Ah, okay, das kriegt Friedrich abgewehrt, schon allein mit den ganzen Verteidigern, die er hat. Oh, die Ritter. Ja doch, sie haben ein paar Belagerungsgeräte zerstören können, aber das ist gut, besser als nichts, aber trotzdem. Da muss mehr kommen. Jetzt kommt Friedrich. Mal gucken, baut er sein. Ja, ich verstehe es nicht, warum die KIs das einfach nicht hinbekommen. Also das ist wie gesagt so ein Bug, der ist halt einfach. Der passiert halt einfach häufig. Vor allem im späteren Spiel. Das kann man so oft die Lotterie-Match schreien, aber man müsste ein Spiel 10 mal laufen lassen, dass man mal von 10 Spielen 1 hat, bei dem vielleicht Bug jetzt nicht so stark auftritt jedes Mal. Das ist so das große Problem. Oh Gott, die Ritter schon wieder. Na, obwohl, das ging halbwegs. Jetzt sogar noch die Baumeister abgewehrt. Ja, okay.
Jetzt haben wir noch ein paar Schwertis. Also die Anzahl an berittenen Bogenschützen ist auch echt übel. Vielleicht hat es sogar seinen Vorteil, dass die Tribocke da hinten aufgestellt sind von Friedrich. Weil, wie gesagt, die machen eh nicht viel Schaden. Die werden schnell abgeschossen, wenn sie mal Schaden machen. Vielleicht machen die nur einen Turm kaputt oder ein bisschen Mauern da vorne. Aber auf diese Weise behält er zumindest seine Baumeister, ne? Und kriegt seinen nächsten Angriff dadurch schneller ausgestampft. Ich meine, ist jetzt nicht viel. Es sind vielleicht so 10 bis 15 Baumeister oder sagen wir 15 einfach mal spontan. Und damit jetzt um die 450 Gold, also 4 bis 500 Gold irgendwie so um den Dreh, die er spart. Aber hey, Kleinvieh macht auch Mist auf Dauer. Hey, wir haben wieder eine kaputte Apfelfarm und auch eine Käsefarm. Ich meine, könnte den Wolf ja trotzdem was kosten, ne? Opportunitätskosten im Sinne von... Ich möchte halt wirklich mal sehen, dass dem Wolf auch Schaden hat. Wenn das nicht hilft, dann bräuchte man schon wirklich einen Friedrich, Richard, oder? Vielleicht ein Friedrich Saladin wäre vielleicht ein bisschen zu krass schon. Aber sowas wie Saladin Richard oder Friedrich Richard, sowas bräuchte man schon fast, um dann irgendwie beim Wolf durchzuknacken. Ansonsten könnte ich mir kaum was vorstellen, was da irgendwie im Wolf gefährlich wird. Vielleicht die Emir-Vasir-Kombination? Einfach wegen der Masse an berittenen Bogenschützen? Das könnte auch gefährlich werden für einen Wolf irgendwann. Aber andererseits, der Wolf holt einmal aus und klatscht. Einmal und beide fliegen um, so quasi gefühlt. Wolf ist jetzt echt brutal geworden. Da ist jemand, selbst wenn man ihm die schwächste KI wie die Ratte gibt, und die Gegner zwei starke KIs sind, könnte es noch heftig werden. Also könnte er immer noch ziemlich heftig gute Chancen haben. Da braucht es schon wirklich unausgeglichene Teamkämpfe. 2 gegen 1, vielleicht sogar 3 gegen 1 Kämpfe, dass der Wolf mal wirklich Probleme kriegt. Wer wird zuerst einknicken, ist die Frage, ne? Die Sache ist, der Wolf hat jetzt einfach so eine Monsterwirtschaft, der greift schon wieder. Der wird zwar immer mal wieder ein kleines bisschen genervt, aber das macht bei dem keinen Umbruch. Der haut einfach weiter. Der haut einfach weiter drauf. Der macht einfach. Der. Wenn du nur einen Hammer hast, der groß genug ist, ne, jedes Problem sieht aus wie ein Nagel. So geht's gerade beim Wolf. Der hämmert einfach. Das ist böse viel Zeug, was da kommt. Mein aktuell hält Friedrich noch. Die Meuchelmörder können... Ah, die wurden abgeschossen. Es sind halt nicht so viele. Jetzt kommt da die ganze gepanzerte Staffel. Bäh. Wir werden überfallen. Aktuell kann Friedrich noch standhalten. Wenn er jetzt auch nicht seine Schwertkämpfer rausschickt oder so... Ja, ich meine, jetzt wird erstmal der ganze Vorderbereich zerstört. Das tut Friedrich natürlich ein bisschen weh. Aber vielleicht kann das mal bewirken, dass Friedrich später angreift und er mal zusammen mit Marschall kommt. Weil das könnte einer der wenigen Augenblicke sein, wo ich mir denke, da könnten die mal wirklich einen entscheidenden Treffer landen. Ansonsten wird das echt schwer. Das wäre Gewichtsklasse Emirs Mutter. Übrigens die einzige... Emirs Mutter ist übrigens unangefochtener Champion in ihrer Gewichtsklasse, was einfach daran liegt, dass es niemand sonst in ihrer Gewichtsklasse gibt. So kann man auch gewinnen, ne? Okay. Speichern. Ah, scheiße, immer noch weit. Entweder ist er weit von seinem Angriff entfernt oder es sind halt einfach viel weniger, als ich denke. Oder beides. Schauen wir mal. Der Wolf ist schon wieder nicht mehr so weit. Das gibt's doch nicht. Der haut hier echt ein. Wolf ist echt ein Biest. Ich glaube, da bräuchte es wirklich einen Friedrich Saladin oder sowas. Vorher wird es doch nichts. Weil Friedrich Abt. Das könnte auch eine interessante Kombination sein gegen den Wolf. Andererseits der Abt, ich weiß nicht, mit dem... Könnte der Abt gut durchkommen. Weil eigentlich ist seine Kombination aus Schwertkämpfern, Pikinieren und Mönchen eigentlich sehr stark, aber ich glaube auch gegen den Wolf... Beim Wolf weiß ich nicht, ob die da wirklich groß durchkommen. Ach, das schon wieder. Das ist jetzt... Na, die kommen schon wieder versetzt. Aber die Ritter von Mascha können trotzdem helfen. Hier, guck mal, da kaputt machen, da... gut, eine Räuberliste.
Hätte auch besser sein können, ne? Die kommen jetzt nicht allzu weit. Gut, die machen ein bisschen hier kaputt. Jetzt kommen noch ein paar Ritter dazu. Noch ein paar Ritter vom Marschall. Jetzt ist auch das meiste Feuer weg. Vielleicht schaffen die sogar mal was. Ne. Ich glaube, das müssen wir dann echt nochmal mit nochmal... Der Marschall ist aber schon, was Endgame angeht, gerade wegen den Rittern, auch nicht so schlecht, ne? Der ist schon eigentlich eine ganz gute Mittelklasse. Vor allem, wenn er mal aufgebaut ist und nicht aktiv angegriffen wird, wenn man die Defensive außen vor lässt, ist er eigentlich ganz gut dabei. Aber das reicht halt immer noch längst noch nicht. Der Wolf macht es immer noch richtig mit den Geräten. Mal gucken, vielleicht beinbuggt sich es irgendwann von selbst wieder. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Die Ritter kommen fast mal durch. Aber wir bräuchten wirklich... schon zwei Hochklasse-KIs gegen den Wolf. Er ist wirklich so ein Stück stärker als der Zweitplatzierte. Schon als Saladin wahrscheinlich. Also ich glaube schon wirklich Saladin Friedrich, Saladin Abt, Friedrich Richard. Irgendwie so eine Kombination brauchst du schon fast gegen den Wolf. Plus Ratte. Das ist... oder vielleicht sogar schon gegen Wolf alleine. Wisst ihr, was der nächste Witz wäre? Ich glaube, zwei Schlangen würden den Wolf eh auch besiegen können, wenn sie ihn früh fokussieren und früh stören. Einfach weil Wolf im frühen... die einzige Möglichkeit, den Wolf zu besiegen, ist im sehr frühen Spiel. Sobald er seine Festung aufgebaut hat, wenn du dann nicht zwei Monsterknacker-Burgen, hier zwei Monsterknacker-KIs hast, kommst du da nicht weiter bei dem. Einzige Möglichkeit, die jetzt aktuell besteht, ist, dass einer mit einem Angriff stark genug ablenkt, dass die Ritter mal die gesamte Außenwirtschaft rasieren können. Oder beide greifen gleichzeitig an, um genug kombinierte Wucht aufzubauen. Sowas. Ansonsten wird es schwierig. Der Wolf, guck mal an, was da jetzt kommt mittlerweile. Also ich würde mal sagen, Friedrich Marschall, auf die Fokussierung, wie sie jetzt gelegt ist, bei den Team-KI-Turnieren, also ohne die aggressiven KIs mit den Originalburgen, hätten Friedrich und Marschall da ganz klar einen Vorteil. Aber so mit diesem Wolf, mit der neuen Burg, mit der Wirtschaft und allem... Friedrich, ich würde jetzt nicht meine ganzen Truppen da wegschicken. Genau, schick die mal dagegen. Ich meine, das kriegt Friedrich noch ganz gut hin, ja. Hui. Jede Menge. Oh Gott, die bringt den Bogenschützen da. Speichern. Ich komme halt echt nicht drauf klar, dass der Marschall so eine schlechte wird. Ich meine, der hatte den vollen Bierausschankbonus, er hat jetzt mittlerweile auch einige Minen. Der hat trotzdem so wenig Kosten, wie die Ritter einfach immer so viel. Dass er einfach so selten angreift. Friedrich wird ja aktiv dominiert und greift trotzdem öfter an, also früher. Und schickt ja auch Ritter raus. Gut, okay, Wirtschaft ist stärker, aber trotzdem, so wie der oftmals vom Wolf auch in die Mangel genommen wird. Ich weiß nicht. Aber Friedrich ist von der Wucht einfach noch weit davon entfernt, dem Wolf wirklich Schaden anrichten zu können. Irgendwann kommt das vielleicht, aber bis dahin hat der Wolf ihn umgeflext, ne? Das ist das Problem. Und natürlich wieder hier. Aber die Anzahl der Pikiniere wird langsam auch mehr. Das ist das Einzige, was dem Wolf jetzt irgendwie mal Schaden anrichten kann, dass man mal durchbrechen kann. Alles andere schwierig. Ich meine, die können jetzt ein bisschen durchkommen, ein bisschen buddeln. Ja, das hat aber nicht gereicht. Hier werden jetzt zumindest ein paar Belagerungsgeräte zerstört. Die kommen, die müssten zusammen angreifen. Dann gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie mal was anzurichten. So wird's schwer. Jetzt wird wahrscheinlich der Marschall irgendwann einsam und allein angreifen von seinem Eremitenhügel. Der Wolf kommt jetzt auch bald wieder. Hm.
Der Marschall macht zwar einen kleinen Unterschied im Kampf, aber nicht groß genug, dass Friedrich eine Chance gegen den Wolf hat. Ich werde immer wieder ein paar Patrouillen gestört, ja, hier und da ein paar Farmen kaputt gemacht. Aber Marschall macht nicht den Unterschied, der notwendig wäre. Und die Frage ist, welche KI könnte den machen? Saladin vielleicht, aber nicht mit seinen Angriffstruppen, weil die arabischen Schwertkämpfe so sehr stark werden. Vielleicht mit den wirklichen Bogenschützen und solchen Sachen. Richard vielleicht einfach, weil die gepanzerte Staffel irgendwann so stark wird. Philipp eventuell, weil... Na gut, weil er zumindest mehr Pikiniere einsetzt im Late Game. Speichern. Und die dritte Anzahl mittlerweile auch höher ist. Vielleicht auch ein bisschen eher... Abt, bin ich mir noch unsicher, ob er den Druck aufbauen kann, der notwendig ist, um den Wolf zu knacken. Unsicher. Ja. Das war jetzt wieder ziemlich abgewehrt, ne? Ja, aktuell sehe ich wirklich die Chancen größtenteils für den Wolf. Weil irgendwann wird er bei Friedrich durchbrechen und das war's. Ich meine, okay, irgendwann werden Friedrich und Marschall auch bei Wolf durchbrechen, aber bis dahin ist der Wolf ja schon dreimal durch bei den anderen. Sie müssten halt den Wolf irgendwie verlangsamen und das tun sie im geringen Maße, aber längst nicht stark genug. Also das, was die den Wolf an Schaden anrichten, das hält ihn vielleicht ein bisschen auf, das verzögert seine Angriffe vielleicht, keine Ahnung, um eine halbe Minute auf Durchschnittstempo. Aber mehr nicht. Ich meine, es richtet, es ist nicht, dass es gar nichts anrichtet, weil er hortet ja kein Geld, aber trotzdem... Der Wolf ist einfach ein Monster. Und er ist kurz davor, die 1000 Truppen zu haben für einen Angriff. Ich meine, ja, der Marschall hilft da von der Seite hier und da ein bisschen mit. Beste, was der Marschall jetzt wirklich machen kann, ist, die Angriffstruppen vom Wolf abzuwehren. Wenn er mal eine Angriffsarmee hat oder so. Da könnten die Schwertkämpfer sich vielleicht nützlich machen. So, wenn die KIs denken könnten und Pläne schmieden könnten, würde ich mal sagen, Marschall... Kümmere dich darum, Friedrich zu verteidigen, bis Friedrich durchbrechen kann, mal. Aber. Also, kümmere dich darum, Friedrich zu verteidigen, den Wolf abzuwehren, damit Friedrich selbst beim Wolf durchbrechen kann, so rum. Das Spiel wäre schon dreimal vorbei, wenn der Wolf einen Marschall fokussieren würde. Oh, Friedrich greift an. Gut, okay, er wird jetzt nicht ver. Ich glaube, Friedrich hat sich gerade sein... Ne, hat er nicht. Seine Schaufel gegrabt, andersrum. Das war aber knapp, weil er unbedingt angreifen wollte, der feine Herr. Es ist genau so, dass er trotzdem nicht ganz durchkommt, ne? Der Wolf ist einfach unverwundbar. Oh, Hammer. Da brauchst du echt mehr. Auch die ganzen Ritter bringen nichts. Die werden einfach alle zerschossen. Nur das bisschen Schaden, was die anrichten. Sie müssten halt die Eisenmine hinten erwischen. Aber selbst dann, der hat einfach so eine große Waffenindustrie. Selbst wenn er sich die Waffen... Obwohl, bei Eisen bringt es ja nicht viel. Die Rechnung haben wir schon mal gemacht. Eisen verkaufen, Eisenwaffen... Eisen einkaufen, Eisenwaffen verkaufen. Das, wenn man sowas machen will, ist eine Armbrüste die beste Wahl, aber... Andererseits, er hat einen negativen Angstfaktor. Damit wäre selbst das mit Eisen lukrativ, aber längst nicht so gut, wie jetzt seine Außenwirtschaft noch weiterhin zu haben. Aber andererseits, es ist halt wirklich so, der Wolf hat mittlerweile so eine gute Wirtschaft hier drin, noch den Bierausschank und die Kirche und alles mögliche. Mit den Steuern. Der kackt Geld, der Typ. Der ist wie die Fett gerade. Der druckt sein Zeug einfach selber hier drin. Der muss gar keinen realen Gegenwert mehr haben. Speichern. Marschall mit kleinen Siegen auf der Patrouillenebene. Ja, vielleicht kommen jetzt mal Friedrich und Marschall jetzt mal doch gleichzeitig, dadurch, dass... Friedrich ein bisschen früher angegriffen hat, schnell zerstört wurde und... Ich sehe schon kommen, dann machen sie mal einen gemeinsamen Angriff und dann treffen sie den Wolf auf dem Feld.
werden einfach zerpflückt. Aber vielleicht ändert sich das ja, wie gesagt, wenn der Marschall gleich frühzeitig auf den Wolf geht und mit seinen Rittern noch Schaden anrichten kann, wenn man noch Schaden anrichten kann. Ich glaube, das ist mit einer der wenigen Möglichkeiten, wie Nicht-Top-Tier-KIs im Team den Wolf besiegen können. Frühzeitiges Stören und ihn gar nicht erst so weit aufbauen zu lassen oder ihn so weit mit seinem Aufbau zu verzögern, dass man einen Vorteil hat im Kampf. Obwohl, das holt er so schnell wieder raus, wenn er dann mal seinen Boom aufgebaut hat, ne? Ja, Friedrich wird bald mal wieder angreifen. Wolf wird noch eine Weile brauchen für seinen Angriff. Es könnte sein, dass die jetzt mal halbwegs gleichzeitig angreifen. Der Marschall, der kriegt halt einfach... Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, Philipp wird der stärkere Verbündete für Friedrich. Wahrscheinlich auch, was seine Truppenkonstellation angeht. Aber wir hatten Friedrich halt schon im letzten Spiel. Und ich dachte mir, ich mache mal eine Marschall-Kombination. Ah, der Marschall ist nicht der Support, der hier gebraucht wird. Ich habe gedacht, dass die Ritter bestimmt was bringen, um die Wirtschaft von Wolf zu stören. Aber Friedrich braucht mehr, weil die Ritter bringen nicht so viel. Er braucht mehr frontalen Druck. Mehr Stärke durch vor allem mehr Pikiniere. Noch ein zusätzlicher Angreifer, der Pikiniere einsetzt. Zum Beispiel die Ratte, ne? Ich meine, noch jemand, der extra Pikiniere einsetzt. Sei es Philipp, sei es Richard. Könnte genug Druck verursachen, um dann bei der Front zumindest immer wieder Schaden anzurichten. Weil wirtschaftlich kannst du fast vergessen beim Wolf. Nicht mit der... Zumindest nicht, wenn alles so nah an der Burg dran liegt, die etwas alles zerschießt. Nee, die kommen wieder getrennt. Ah, Mascha wird nicht so weit hinten ranhängen, oder? Ich weiß nicht. Die werden halt einfach zerlasert hier. Wenn es jetzt noch einen Richard gäbe, der ebenfalls eine große Panzerstaffel mit reinschickt, ne? Oder einen Philipp im Late Game oder so, dann könnten die da wirklich mal Schaden anrichten. Nicht, dass sie den Wolf killen könnten, aber dass sie mal wirklich seine Front, seine Fassade kaputt hauen, ne? Weil so... Die sind bis jetzt noch nicht mal wirklich durch die Außenschicht durchgekommen. Jetzt wird Wolf sein Gegenangriff starten und wahrscheinlich Friedrich killen. Nee, Marschall ist ein zu schwacher Verbündeter. Friedrich könnte es schaffen, wahrscheinlich jetzt, ich nehme es doch zurück, wahrscheinlich entweder mit Saladin, mit Abt oder mit Richard vielleicht auch. Oder mit dem Wasir. Weil der Wasir ist jetzt nicht derjenige, der jetzt die Power hat, im Sinne von, ich rasiere jetzt mit Pikinieren durch oder sowas. Aber die berittenen Bogenschützen könnten einen ultra guten Support darstellen. Also irgendwann mal ein Rematch, wenn Friedrich zusammen mit Wasir kämpft, wäre auch eine Idee. Emir ist stärker, was die reine Kraft angeht, vor allem was hier arabische Schwertkämpfer angeht, aber das hilft beim Wolf nicht viel. Aber die berittenen Bogenschützen von Wasir könnten ein sehr guter Support sein, tatsächlich. Ja, das wäre, glaube ich, auch eine sehr gute Idee. Friedrich und Wasir gegen Wolf und Ratte. Ich glaube, jetzt wird das Spiel enden. Ich glaube, jetzt wird Friedrich wahrscheinlich fallen. Naja, es ist eine Masse. Friedrich wird fallen, Marschall dann... Marschall solo das dann einfach, ne? Marschall hat bis jetzt nur 5% seiner Kraft. Er hat 3%, er geht jetzt auf 5% hoch und dann macht dann Wolf fertig. Kriegt Friedrich das echt abgewehrt? Alter, der hat ihn einfach weggespült. Krass. Friedrich so, ja, ich spüle freiwillig. Marschall hat immer noch nicht. Was ist denn da los? Ist der eingeschlafen zwischenzeitlich? Speichern. Oh, Mascha ist mal durchgekommen und macht nichts draus. Geht nicht weiter, sondern geht zurück zu den Farmen. Alles klar, dann eben nicht. Na, aber die kommen da wieder seitlich. Alter, du hast eine Apfelfarm zerstört. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt mal eine... Er könnte so viel mehr draus machen. Er müsste die Eisenfarm da hinten. Junge. Was machst du? Ja, deswegen kommt der Mascha nie zum Angriffen, weil er so viele Ritter ständig verheizt. Aber gut, er richtet zumindest hier und da wirtschaftlichen Schaden an jetzt. Und ich würde den sogar bevorzugen vor irgendwelchen aggressiven Aktionen wie den hier, die wahrscheinlich noch viel weniger... Oh, der Herr macht mal Tribocke wieder. Dafür sind es aber weniger.
Kann sein, dass ab einer gewissen Anzahl Belagerungsgeräte die nicht mehr gescheit platziert werden? Und die schießen jetzt sogar mal ordentlich, anders als bei den ersten paar Angriffen. Speichern. Marschall langsam auch mal mit einer Schwertkämpferanzahl, dass die auch mal zumindest ankommt, um ein paar Belagerungsgeräte zu zerhämmern und nicht komplett verpuffen, aber was sind die Ritter immer noch? Ich glaube, Marschall wäre besser aufgehoben, wenn er all sein Geld einfach nur in Ritter steckt. Noch 10 Ställe mehr und einfach nur Ritter pumpen, bitte. Ja, hier, diese Geräte kaputt zu machen, das bringt natürlich auch immer wieder mal was. Aber die Wirtschaft von Wolf, die fängt das einfach auf. Aber andererseits, guck mal, das ist von den Truppen jetzt gar nicht mehr... Normalerweise ist der schneller hoch. Interessant. Und vielleicht hat Friedrich jetzt mal so langsam auch eine Zahl, dass... Wie gesagt, die müssen jetzt bloß mal die Zahlen erreichen. Also Friedrich muss überleben und die beiden müssen eine Angriffszahl erreichen, dass jeder für sich alleine schon genug Schaden anrichtet, um Wolf mal zurück... zu drängen ein bisschen. Also jetzt nicht, um ihn zu töten, sondern einfach, um ihm Schaden anzurichten, dass das seine Angriffe weiter verzögert. In Kombination mit den Ritterangriffen könnte das vielleicht reichen, dass die dann ein Wettrüsten gewinnen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich sehen kann, dass Friedrich und Marschall noch eine Chance hätten. Wir sind jetzt schon 50 Minuten drin. Das soll echt ein Zweierkampf werden. Das wird interessant. Vielleicht mache ich es doch auf 2 Videos. Ich weiß nicht. Nee, ich hätte es lieber in einem Video zusammen, weil jetzt extra 2 Videos mit 2 Farben. Nee, das ist dann wieder zu verwirrend. Weil ich weiß noch, wie verwirrend das damals auch für viele Leute war, als ich diese Doppelkämpfe damals gemacht habe. Einmal mit Originalburgen und einmal mit Modburgen. Als wir die Doppel-KI-Kämpfe gemacht haben. Und das war auch irgendwie ein bisschen weird. Und für viele war es immer wieder verwirrend und ein bisschen zu viel auf einmal. Wenn, dann würde ich lieber beide Kämpfe in ein Video packen und das wird ein längeres Video. Hat ja auch was. Ja, Friedrich hat jetzt langsam wirklich eine Anzahl, die gefährlich werden kann. Klar, längst noch nicht genug Pikiniere für meinen Geschmack. Ja, Friedrich hat es noch nicht bekommen mit den Tribocken leider. Oh, die ganzen Pikiniere verbrennen. Autsch. Uncool. Oh, oh, schaut mal. Die Nummer gibt's ja auch noch. Die verbrennen halt alle. Ich meine, Schaden anrichten ist was anderes, ne? Da müssten mehr Pikiniere da sein. Ja, jetzt wird dann bald der Wolf. Der Wolfangriff wird aber wahrscheinlich erst bei 1000 kommen. Okay, was sagt denn? Ja, okay, die 1000 vom Wolf haben wir bald. Marschalls Gruppen kommen nicht allzu weit. Ja, da habe ich mir echt mal so ein längeres Match ausgesucht. Aber wir können natürlich auch mal so ein kleines Match, der sowas wie ein Ratteschlange gegen Sultan Kalif. Ne, das ist ein Sultan Kalif eigentlich stärker. Eigentlich ziemlich sicher stärker, ne? Ach, so eine Ratte-Schlange-Kombination würde ich schon gerne sehen. Vielleicht gegen einen Gegner. Ratte-Schlange gegen Kalif alleine? Es fehlt noch eine weitere KI in der Unterklasse, um lustige Unterklasse-Matches zu machen. Untertier. Niedertier? Low-Tier. Ich bin gerade überlegen, wie man am besten Low-Tier eindeutschen würde. Okay. Wolfi kommt und ist sehr sauer, wie es aussieht. Ich
meine, die zwei Mangen richten natürlich gewaltig Schaden an, jetzt wo so viel zum Zerquetschen da ist. Wolfi kommt. Wird ja aber trotzdem ganz gut weggemäht, weil jetzt auch die ganzen Armbrustschützen da sind, die vom Angriffsarmee existieren. Also jetzt bei der Anzahl an Schwertkämpfern, die Friedrich hat, wäre es das Beste für ihn, wenn Wolf schnell durchbricht, dass er ihn einfach mit dem Blob wegspülen kann. Dann wird weniger Schaden angerichtet. Weil hier und auch außenrum weniger Schaden angerichtet, weil die machen in der Zwischenzeit ja auch ständig Radau. Ja, da müsste eigentlich bald durch sein irgendwo, oder? Ne, das ist noch Gebäude im Weg, das ist noch Gebäude im Weg. Ne, es dauert noch. Ah, da sind sie durch. Da haben wir den bösen Blob. Der BB. Ja, ziemlich souverän rausgespült wieder. Na, Wolf braucht vielleicht, also solange, wenn die Angriffsarmee nicht da ist, macht der Wolf den jetzt locker fertig. Aber solange bis das der Fall ist. Ne? Oh, Marschall greift an. Ne? Ich glaube, es ist einfach, wenn es zu viele Belagerungsgeräte sind, dann werden die nicht mehr gescheit platziert. Das hängt damit zusammen, glaube ich. Mit der Anzahl. Ist natürlich doof, dass eine KI nicht zu viele Belagerungsgeräte platzieren darf. Ja, nee, Marschall immer noch zu weit davon entfernt, um Schaden anzurichten. Das Einzige, was das bringt, ist, dass er ein bisschen Zeit schindet. Dass die Ritter nicht weiter vorstoßen können. Mehr als das kommt dabei nicht rum. Aber immer wieder diese Belagerungsgeräte kaputt zu machen, das kostet einen Wolf auf lange Sicht schon eine Menge Gold. So ist es nicht. Also ganz nutzlos ist der Marschall nicht, aber er ist nicht ganz so nutzvoll, wie ich es erhofft hatte. Wäre Philipp die bessere Wahl, was die Ritter-Support-Rolle angeht. Vasil wäre die bessere Wahl, was die Fernkampf-Support-Rolle angeht. Richard, was Durchschlagskraft-Unterstützung angeht. Abt wohl auch. Abt hat zwar nicht die Ritter zum Stören, aber die bringen jetzt eh nicht so viel hier. Oh, apropos. Das ist nicht schlecht. Oh, die könnten... Naja, nee, sind bloß einen anderen Weg geritten. Aber okay, zwei Steinbrüche. Stimmt, der Sheriff. Sheriff gegen Wolf zum Support. Wenige. Einfach weil die Kombination Schwertkämpfer und Streitkolbenkämpfer ultra anfällig gegen Armbrustschützen-Spam ist. Bräuchtest du, was Sturmangriffe angeht, was mit Pikinieren? Oder du bräuchtest einfach sehr viele Fernkämpfer wie berittene Bogenschützen? Sowas. Deswegen, ich glaube, Sheriff, so gut der oftmals offensiv sein kann, aber. Die Schwertkämpfer-Streitkolben-Kombination sehe ich nicht, wie die beim Wolf durchkommt. Speichern. Oh, Monsieur Friedrich. So weit müssen wir gar nicht hoch. Mittlerweile bringt der die Spielgeschwindigkeit gar nicht mehr so viel. Schön. Aber hey, schaut mal, das wird immer wieder, aber Wolf baut's immer wieder nach und nach und nach und nach. Oh, die Pikiniere kamen mal durch. Irgendwie. Hey, du kommst, du richtest da nichts an. Aber die Schwertkämpfer von, oh, Friedrich, das waren jetzt so viele, dass die sogar außen rum gehen. Und den, genau darauf habe ich ja mal gewartet, dass genug Druck allgemein außenrum gemacht wird. Jetzt wird die Zahl von Friedrichs Schwertkämpfern wirklich genug, dass die nicht nur frontal angreifen, sondern sich auch stark genug aufteilen können, um außenrum zu zerstören. In Kombination mit Marschalls Rittern, die dann immer wieder kommen, und ein paar von Friedrich, könnte das eventuell reichen, um den Wolf da, um da mal wirklich das, die Wände zu blättern. So. Ja. Vielleicht ist es doch noch nicht gegessen, das Spiel. So langsam erreicht Friedrich eine kritische Masse, die dem Wolf zumindest wirtschaftlich Schaden zufügen kann. Marsha ist davon noch weit entfernt. Aber das könnte, dieser Tag könnte vielleicht irgendwann kommen. Wolf wird aber auch wieder nicht mehr lange brauchen bis zum Angriff. Marsha ist aber auch ganz gut dabei aktuell.
Ich komme ja nicht drauf klar, dass deine Wirtschaft wirklich so schwach ist. Gut, er hat nicht so viele Waffenproduktionen, die sind nicht so optimal aufgestellt, klar. Aber die sollten eigentlich ganz gut arbeiten. Er hat einen Bierausschank. Mit Bierausschank machst du nichts verkehrt. Er hat Wirtschaft, die nie gestört wird und eigentlich ganz gut arbeitet. Da müsste eigentlich im Geld schwimmen, der Typ. Aber nö, der Marschall weiß es ja besser. Und das Match geht jetzt bald eine Stunde. Okay, eine Stunde ist noch Toleranzrahmen, da ich sage, okay, es könnte ein zweistündiges Special werden, immer im Sinne von einem Match eine Stunde und das zweite Match auch nochmal eine Stunde. Ich hoffe, länger wird es nicht gehen, weil meistens, die meisten Matches werden entschieden, wenn es auf die 1000 Truppen zugeht. Oh, Marschallkraft an, interessant. Wenn der Wolf jetzt auch rauskommt mit seinen Truppen, oder könnte er zumindest was von seinen Angriffsfigürchen abfangen. Aber nee, das ist das noch nicht mal. Nee, das ist ein Angriff, der war komplett wertlos. Friedrich braucht auch noch ein bisschen. Aber wenn Friedrich mal bei den 1000 Truppen ist, könnte ich mir vorstellen, dass er beim Wolf ein bisschen was anrichtet. Aber so? Nee. Die gefährlichste, der Marschall ist gefährlicher nach seinen Angriffen, wenn er Gold gehortet hat und schneller seinen Ritter spammen kann, würde ich fast sagen, als mit dem Angriff an sich. Wie die Pechgräben aber perfekt so platziert sind, dass sie die eigenen Geräte nicht verbrennen, ne? Wahnsinn. Okay, Wolf mit fast 1200. Also insgesamt. Bei Angriffstruppen würde ich mal sagen, so 800 wahrscheinlich. 800 bis 900. Und das ist jetzt mittlerweile gemein. Wenn das alles gleichzeitig kommen würde, würde es. Ja. Auf Friedrichs Schwertkämpfer. Also, wenn Friedrich nicht da wäre, wäre er absolut tot. Jetzt ist die Frage, wie stark. Könnte Friedrich gegenhalten, wenn er nicht so gut knubbeln würde. Aber ich glaube, hier mit diesem Todesblock wird er jetzt einfach einen Wolf wegrasieren hier. Oh, zweite Front. Das könnte natürlich interessant werden. Aber das schafft er auch wieder. Er hat aber alles abgerissen. Das war jetzt nicht unbedingt die cleverste Wahl. Obwohl, vielleicht war es doch clever. Vielleicht könnte diese Verzögerung dazu führen, dass er mal mit Marschall angreift. Einfach gepanickt. Wisst ihr, ansonsten beschwere ich mich immer über die Apfelfarm, aber hier war das echt eine gute Idee. Besser als keinen Schaden anzurichten, ne? Ja, Friedrich muss erstmal wieder die Operation Wiederaufbau einleiten. Sein Angriff ist noch weit entfernt. Ich bin echt enttäuscht davon, wie schwach der Marschall eigentlich ist. Zwischenzeitlich war er ja mal echt gut, also im Verhältnis zu anderen KIs, aber jetzt seit den aggressiven KIs, wenn man sieht, was die anderen KIs anrichten können, der Marschall kann da echt nicht mehr mithalten. Also Marschall war nie der Top-Tier-KI, aber er war schon mal kurz davor, so in die obere Mittelklasse aufzusteigen, aber mittlerweile ist es so in der unteren angesiedelt und ich glaube, da bleibt er auch. Aber gut, ich glaube, so war er auch immer gedacht. Von daher, ja. Okay. Ich hätte mir aber wirklich mehr von den Rittern erhofft, muss ich wirklich sagen. Vielleicht ja im frühen Spiel, wenn der Wolf seine Mega-Verteidigung noch nicht hat. Dann kann ich mir vorstellen, dass das richtig böse ist, dieser Ritter-Rasierer. Aber so... Wohl eher wenige. Bis jetzt bei knapp über einer Stunde. Wir könnten langsam mal zu einer Klimax kommen, Leute.
Papa Utwin muss langsam aufs Klo. Speichern. Wie macht der Marshall das eigentlich? Der wahrscheinlich seine Bettpfanne die ganze Zeit nebendran. Oder er hat einfach so die Rüstung entleert. Das kann man natürlich auch machen. Wolf wird wohl vor Friedrich angreifen. Das sieht aber wirklich danach aus, als könnten Friedrich und Mascha mal halbwegs zusammengreifen. Ich weiß, das habe ich schon öfters gesagt und das ist nie dazu gekommen. Außer von den Zahlen und wie Mascha angreift mit Friedrich. Wenn die mal zusammenlegen, gescheit, dann könnte das was werden. Aber das Problem ist, dass der Wolf dann auch schon mal angreift. Das könnte wirklich darauf hinauslaufen. Das wird ein gemeinsamer Angriff. Ja, geil. Aber genau jetzt könnte auch der Wolf rauskommen, ne? Und dann war's das. Aber hier, das ist mal fast parallel, aber nur fast. Aber das könnte mal was werden. Auch wenn ihr beide wieder... Mann, ist auch nach hinten aufbauen. Ja, jetzt müssten sie kommen. Jetzt müssten dann auch noch die Ritter dazu was anrichten und dann könnten die beim Wolf was bewirken. Aber auch nur so. Ja, da brennt alles nieder und die kommen nicht zum Buddeln. Die kommen halt einfach nicht zum Buddeln. Aber okay, hier machen sie jetzt mal da kaputt. Hier, da, dort. Das wird irgendwo außen. Ja, außen wird Wirtschaft kaputt gemacht. Na, immerhin das. Zusammen mit den Rittern. Das sieht mir mal halbwegs nach Schaden aus, ne? Das sieht mir tatsächlich wirklich mal nach Schaden aus. Die Ritter kommen aber nicht weit genug. Doch, der eine. Und der schafft es tatsächlich, den Steinbruch kaputt zu machen. Ja, das war mal der erste Angriff, der jetzt nicht beim Wolf durchgebrochen ist, aber wirklich mal nachhaltig Schaden angerichtet hat. Hier, die Steinbrüche sind weg. Nur die Eisenminen sind aber irgendwie unverwundbar. Aber fast alles außenrum ist ansonsten rasiert worden. Das war tatsächlich nicht die... Okay, die Eisenminen erwischt jetzt fast... Die wollen lieber die Stein... Ah, das war... Okay. Klar, jetzt nichts, was den Kampf entscheiden würde, aber was den Wolf weit genug zurückdrückt, dass sie sagen können, okay, diesen Druck aufbauen und auch halbwegs aufrechterhalten und dann würden die beiden irgendwann den Wolf besiegen können. Dann müsste das Match aber noch mindestens eine halbe Stunde gehen dafür. Also sie hätten das Potenzial, den Wolf auf diese Weise zu besiegen auf lange Sicht, aber ich glaube, für den Wolf braucht es trotzdem eine bessere Kombination. Ich glaube, wie gesagt, Vasir könnte gerade in Kombination mit seinem Brittner Bogenschützen viel effizienter sein, was das angeht. Und viel mehr Schaden anrichten. Dort, wo er auch benötigt wird. Friedrich Vasir könnte wirklich so eine Kombination sein, die könnte ich mir jetzt ein bisschen als Wolfknacker vorstellen. Zumindest, wenn es so lang Friedrich tankt. Ansonsten, wenn es um reine Offensive geht, könnte natürlich auch Richard Vasir funktionieren. Vielleicht auch Saladin Vasir. Aber ich glaube, Friedrich Vasir, weil Friedrich einfach eine gute einen guten Mix hat aus Druck aufbauen, so mit einer schlagkräftigen, gepanzerten Truppe und Verteidigungskapazitäten, wenn er den Tank spielt. Könnte sein, dass Friedrich jetzt Probleme hat, weil er hat nicht die volle Schlagkraft, er hat ein bisschen was. Und hier, dieses Wahnsinn. Das ist gerade Isengard vor den Toren. Und da kommt er durch. Es könnte sein, dass Wolf das jetzt beendet einfach. Oder auch nicht. Friedrich will einfach nicht sterben. Friedrich will einfach nicht. Und diesmal hat noch nicht mal seine Wirtschaft abgerissen. Wolf fängt jedes Mal. Hat er wirklich 400 bis 500 Truppen nur aus Patrouillen und Verteidigung? Weil der fängt bei einem ziemlich hohen Mindestwert an, jedes Mal neue Truppen auszubilden. Das ist uff. Einfach nur ein großes Uff. Hm.
Ich bin jetzt gerade immer mehr am Überlegen, ob ich nicht doch zwei Videos drauf mache, draus mache. Obwohl, das ist eigentlich mehr die Ausnahme als die Regel, dass die Kämpfe so lange dauern, ne? Yay, Steinchen. Ich kann mir vorstellen, dass mit der Doppeltank-Variante der Kampf auch schneller vorbei ist. Also mit Doppeltank, mit der Tank-Supporter-Variante. Da werden die Kämpfe allgemein schneller vorbei sein, wenn sich immer zwei auf einen fokussieren. Bis der erste fällt, ist die Zeit halt schneller. Also es passiert einfach schneller, dass der erste fällt, so rum. Weil immer zwei auf einen gehen. Und so blöd es auch klingt, aber die Ratte hätte zum Beispiel einen Unterschied gemacht, dass Friedrich schneller fällt. Mascha greift an. Friedrich leider noch zu weit entfernt, um helfen zu können. Dementsprechend wird es nicht sehr weit kommen. Dieses Unterfangen wird keine Früchte tragen. Wolf ist einfach zu. Und er hat einfach eine Plot-Armor quasi. Der Marschall eigentlich? Ja, hier und da macht er Sachen außenrum kaputt. Also wirtschaftlich macht er schon ein bisschen Aua. Aber nur so im Sinne von... Marschall geht halt immer her und leert den Wolf seinen Kleingeldbeutel aus. So in etwa kann man sich das vorstellen. Das ist so der wirtschaftliche Schaden, den er anrichtet. Aber die dicken Scheine sind immer noch da. Das ist das Problem. Mal gucken, ob Wolf oder... Wenn Friedrich zuerst angreift, dann war es das für Friedrich. Wenn seine Angriffstruppen wechseln und der Wolf macht einen Gegenangriff, dann ist es vorbei. Wäre mir jetzt auch schon fast lieber, dann wäre der Kampf endlich vorbei. Aber wie gesagt, ich würde mal sagen, dass bei der anderen Variante, wenn der Marschall wirklich früh mit seinen Rittern stört... Und der Wolf, ihr habt ja gesehen, wie lange der... Bis der Wolf das erste Mal angegriffen hat, haben wir irgendwie, keine Ahnung, schon zig Angriffe von der Ratte gesehen. Und auch schon einen von Friedrich, glaube ich, und auch einen, schon einige vom Marschall. Also... Bis der Wolf voll ausgebaut und einsatzfähig ist und so wirklich so diese Unverwundbarkeit erreicht hat, die für die schon zwei halt hier KIs braucht, die zu durchbrechen, bis dahin ist er eben noch angreifbar. Und das ist Sargnagel für Friedrich. Wolf wird Konterangriff machen und wir den umhauen. Aber wenn er früh genug von den Rittern immer wieder zerstört wird, ich würde es nicht sagen, dass die Chancen für Wolf und Ratte besser sind. Wenn der Wolf sich aufgebaut hat, dann natürlich. Dann wird die Ratte einfach noch zusätzlich unterstützen, das Ding ist schneller vorbei. Aber wenn der Wolf früh genug gestört wird, bevor er diesen Status erreicht, dann könnte das vielleicht auch zugunsten von Friedrich Marschall gehen. Ja, das war jetzt komplett einfach mit der Rückhand weggeschlagen. Und jetzt kommt gleich der Wolf-Konterangriff und das sollte Friedrich dann eigentlich zerpflücken. Wüsste jetzt nicht, wie er das jetzt abwehren kann. Dafür hat er nicht genug Schwertkämpfer. Es sei denn, der Wolf lässt sich noch Zeit und will noch auf 1.500 sparen oder so. Aber der müsste jetzt eigentlich bald angreifen. Gebt euch mal diese Industrie, die der hat. Das ist verrückt. Die kommen jetzt an, sammeln sich schön. Das sind Truppen, ne? Haben wir sogar noch eine Feuerwehrliste im Einsatz. Ja, das, wenn das Friedrich nicht killt, dann weiß ich auch nicht. Jeder hat auch nur 300 Leute. Obwohl 300 Leute, die in die Engstelle halten, das sollte man nie unterschätzen. Jetzt geht das kaiserliche Toilettenpapier aus. Oh, oh. Alter, Falter. Ja. Das war glatt schon ein Drive-By einfach. Wir werden überfallen.
Und Wolf hat jetzt noch gut Geld gespart. Er macht jetzt gibt's gleich noch den zweiten, die zweite Länder, ja. Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Nee, Wolf ist nicht angreifbar durch diese Weise. Also eine starke und eine Mittelklasse KI zu kombinieren, reicht immer noch nicht. Wir brauchen zwei Top-Tier-KIs, die gegen den Wolf kämpfen. Oder es müssen Dreierkampf werden. 3 gegen 2 oder 3 gegen 1. Quasi. Dann könnte man vielleicht Mittelklasse-KIs mit einbauen. Wer jetzt noch Marschall und Philipp? Friedrich, Marschall und Philipp beispielsweise. Also dreimal Ritter. Dann könnten die Ritter wahrscheinlich genug Schaden anrichten und zusammen mit den direkten Angriffen, dass das was wird. Aber mit zwei Leuten, da brauchst du schon zwei Top-Tier. Der Wolf ist einfach so eine Abschaffung. Also dementsprechend ist es schon ganz... Es ist berechtigt, dass Wolf der Einzige ist, der im S-Tier ist. Weil es einfach so die Creme de la Creme ist, wo wirklich noch ein Abstand ist, bevor er überhaupt die nächste Kategorie anfangen kann. Hat durchaus seinen Sinn und Zweck. Ein Kampf, der auf dem Papier gebalanced klingt, aber in der Praxis einfach... Wolf ist einfach zu undurchdringlich, was seine Frontverteidigung angeht. Das ist verrückt. Ich will einfach so, wenn Marshall das jetzt einfach aus Glück gewinnt oder so. Es gibt keinen Fall, bei dem Marshall das gewinnen kann. Keinen einzigen. Selbst wenn Wolf keinen einzigen Trupp seinen Angriff mehr, wenn die sie irgendwo hinten im Felsen festgestackt hätte. Weil Marshall kommt nie durch die reine Verteidigeranzahl durch. Das klappt nicht. Das ist verlorener Boden. Ich würde trotzdem erstmal Spiele mit anderen KIs noch machen. Also jetzt die nächsten Kämpfe natürlich andere KIs wieder ins Rampenlicht drücken. Ihr könnt ja auch ebenfalls wieder Vorschläge geben, was ihr gerne sehen wollt. Aber irgendwann würde ich gerne diesen Kampf nochmal wiederholen, aber statt Marschall nehmen wir einen Vasir rein. Ich glaube, mit Vasir könnte das echt interessant werden. Es sei denn, der Vasir wird zuerst gefokust. Aber stellt euch mal vor, wir hätten diese Fokussierung drin gehabt, dass die KI statt auf ihren festen Zielen immer auf den schwächsten zu gehen, da hätte der Wolf eigentlich schon viel früher den Marschall angegriffen. Und das Spiel wäre schon längst vorbei. Eine Nachricht vom Marschall. Das ist nicht gerade Wunsch gewesen, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Läuft doch alles nach Plan, würde ich sagen. Nicht nach deinem, aber es läuft nach einem Plan. Ja, Ratte, du hast gewonnen. Freust du dich? kommt so ein Skelett-Daumen hoch. So ein Skelett-Hand, die so einen Daumen hoch gibt. So aus der Erde raus. Alter, die getöteten Truppen. Das Geschäft. Aber Friedrich war, was Geld angeht, gar nicht mal so schlecht. Hier schaut mal, der Marschall macht nicht so viel weniger Geld als Friedrich. Wo geht das alles hin? Sind die Tabletten so teuer oder was ist das? Sind es wirklich nur die Ritter? Du musst ja einfach so viele Waffen dazu kaufen, weil seine Waffenindustrie nicht so gut funktioniert. Also es ist einfach, der Marschall kriegt einfach keine Armeen zustande. Wahrscheinlich einfach immer die Ritter, die er raushaut. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, das war der erste Kampf. Ja, komm, machen wir gleich im Anschluss. Gleich im Anschluss, unter dieser Nummer, gibt's den zweiten Kampf mit der Tank- und Supporter-Variante. Und damit herzlich willkommen zur Rückrunde von Friedrich Marschall gegen Wolf und Ratte. Ich wollte Richard Wolf sagen. Richard Wolf, ja, kleine Söhle, ist noch nicht OP genug, das Wolfsteam. Da können wir noch Richard mit reinpacken, ne? Nee, Ratte und Richard. Warum will mein Gehirn immer Richard in das Team einbauen? Gut, ich meine, Ratte Richard wäre immer noch besser als Wolf Richard, aber ja. Rückrunde, aggressive KIs, Friedrich Marschall gegen Wolf und Ratte. Jetzt haben wir es. Und ich habe mal nicht den Abt eingebaut, sondern ausnahmsweise Richard, obwohl er nicht dabei ist. Es passt auch mal. Gut, 4000 Gold für jeden. Wir haben die Tank-DD-Variante, beziehungsweise Tank-Support-Variante. Ich habe mich jetzt doch mal für die Hanky-Planky-Dunes entschieden. Ich habe nämlich mal die Abstände gemessen. Also der Grund, warum ich es letztes Mal nicht genommen habe, ist, das kam mir näher vor, aber ich habe mir die beiden Maps nochmal angeschaut und die Abstände sind im Grunde die gleichen. Und hier haben wir ein bisschen mehr Ressourcen und Farmlands. Das ist ein bisschen fairer, weil die andere war ja wirklich Farmland trocken und damit haben KIs, die sehr stark auf Nahrungswirtschaft setzen, natürlich einen Nachteil. Aber gut, ich würde sagen, schauen wir mal, wie es diesmal läuft, wenn Friedrich alles einstecken... Gut, Friedrich hat letztes Mal schon alles einstecken müssen. Schauen wir mal, wie es diesmal läuft, wenn die Ratte nicht gleich drauf geht.
Aber dafür Marschall gleich den Wolf angreift. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Schauen wir es uns einfach mal an. Spielgeschwindigkeit passt soweit. Gut. Alles klar. Ja, Marschall da hinten, Friedrich hier. Wolf dort. Die sind aber trotzdem nah genug aneinander dran, um sich, glaube ich, zu beschießen. Vielleicht nicht unbedingt mit den Türmen, aber auf jeden Fall mit den Verteidigungstribocken. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass das Match lange dauern wird. Ich glaube, irgendeiner von den beiden wird relativ schnell fallen. Die Ratte jetzt wahrscheinlich schon mit dem ersten Angriff bald. Ja, da kommt er schon. Das tut Friedrich halt gewaltig weh. So blöd es klingt, aber ich bin immer noch der Meinung, dass Doppelratte das Team hier besiegen kann. Einfach weil die so schnell, so aggressiv sind. Ja, aber Friedrich halbwegs am Opfer. Ah, oh, die machen ja wieder. Boah, das ist voll der Chat-Ambusch-Schützer. Den einen weggemessert, den anderen abgeschossen. Ja, aber da kommt schon wieder. Das ist halt böse. Die Ratte kommt einfach so früh. Ich sag's echt: Doppelratte. Doppelratte, ein Wolf. Vielleicht sogar ein Wolf. Guck mal, der hat nicht viel. Das ist halt wirklich so eine Sache, ne? Die Ratte greift einfach so schnell an. Das ist echt heftig. Ach, da wird geknabbert. Knusper, knusper, Knäuschen. Ah, gut. Friedrich hat sein Tribor aufgebaut gehabt. Geabt. Ja, gut. Die Tribocke werden halt von den Ballisten jetzt erschossen, ne? Und da kommt die... Alter, die Ratte... Die Ratte macht ihn dann einfach platt. Zusammen mit dem Druck, der hier entsteht. Jetzt wird er noch angezeigt. Okay, das Match dauert nicht lange. Ah, schön. Schön, schön, schön. Marschall, machst du mal irgendwas? Er schaut halt einfach zu, wie Friedrich da übelst weggemobbt wird. Und mit weggemobbt meine ich eher, dass die Ratte da mit dem Wischmob reinkommt und ihn quasi aus der Burg rauswischt. Ja gut, okay. Ich glaube im Tank... Na. Ich wollte ja ein bisschen die Hoffnung oben halten, dass die auf diesem Format ein bisschen mehr Chancen hat. Ja, Marschall, machst du mal was mit den Rittern? Ja, das Frauenkreischen, das kam gerade wirklich sehr passend. Friedrich wird von der Ratte fertig gemacht. Klar, ein bisschen Support. Ja, aber so ein bisschen Support vom Wolf. Nur ein bisschen Belangungsrede-Support. Ansonsten macht die Ratte gerade Friedrich platt. Oh ja, aber ganz knapp überlebt. Das gibt es einfach nicht. Was ist denn mit der Ratte los? Oh ja, klar. Letztes Baumeisteraufgebot von Friedrich. Und Marschall schnarcht da hinten halt einfach. Ah, jetzt kommt er mal daher. Ey, jetzt ist es auch zu spät. Ich hatte ja gedacht, er kommt früher mit seinen Rittern, aber jetzt ist der Wolf schon aufgebaut. Alter, hat er da hinten Eier geschaukelt. Nee, ich glaube, Marschall kann es als Supporter vergessen. Er hat Supporter-Potenzial im Late-Game, aber bis er mal... Nee, bis er mal soweit ist, ist das Spiel ja schon halb vorbei. Ich meine, jetzt greift er mal an. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es viel zu spät. Vielleicht hat er vorher mal angegriffen, hat es nicht mit... Das Ding ist ziemlich schnell vorbei. Aber wie stark sich die Kämpfe da unterscheiden können, ne? Aber gut, okay. Die Burgen sind halt auch nah genug dran, dass sie sich beschießen können. Ich weiß nicht, vielleicht bräuchte das wirklich eine alternative Version von der Map, bei denen die Abstände noch ein kleines bisschen optimierter sind. Also ich meine, ein kleines bisschen, also so 4-5 Felder im Insgesamten könnten da schon einen Unterschied machen. Insgesamt. Aber andererseits, dadurch, dass sie sich beböllern können, von, dass die beiden Tanks sich auch gegenseitig beschießen, es bringt auch eine gewisse Dramatik mehr. Also es bringt schon was mit rein, aber auf der anderen Seite, auf dieser Karte würde das Wolf-Team immer gewinnen. Es sei denn natürlich, der Supporter hier wäre... Selbst die Schlange würde ja besser helfen, weil die früher nervt. Schlange, Richard, irgendjemand, der früher angreift und rascht. Ja, Friedrich, keine Chance. Der wird jetzt erschossen. Sondersgleichen. Und, glaubt mir, weil Leute sagen, warum nimmst du die andere Karte nicht? Die andere Karte ist nicht mehr. Alter, was kommt die Ratte denn jetzt? Was ist denn mit der Ratte los? Das ist doch gerade mal irgendwie der dritte oder vierte Angriff. Warum schickt ihr schon so viele Pikiniere? Die Ratte ist gerade übelst auf Steroiden.
Das ist gerade eine Steroidenratte. Von Kaiser Friedrich. Die kaiserlichen Pläne drohen zu scheitern. Zeit für eine neue Strategie. Wir hatten die Ratte an den Substanzen schnüffeln lassen. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Das ist also der Tag, an dem das Reich seinen Kaiser verliert. Ich glaube, einer der Ritter vom Marschall hatte seine Lieferung mit den Tabletten dabei und die Ratte hat das aus Versehen eingenommen. Das ganze Nachricht, der Wahnsinn. Die Welt steht mir offen und ihr seid mir im Ey, ohne Scheiß, Ratte gerade MVP. Ich meine, der Wolf hat natürlich wieder Druck. Ganz ehrlich, Friedrich hätte bestimmt gegen den Wolf gegenhalten können. Aber die Ratte hat ja so übel Druck gemacht, da kam so gar nichts. Aber wirklich überhaupt nichts. Verrückt. Einfach nur verrückt. Zu 0, gar nichts kam der. Was macht die Wolf? Eine Nachricht vom Marschall. Ja, das machen die Meuchler schon, ne? Ja, nicht ganz, aber spätestens die ganzen Gepanzerten hier. Die Rattenpikiniere sind auch noch da. Alter, was ging denn mit der Ratte ab? Das hat mich am meisten überrascht. Also, dass Wolf Ratte gewinnt, das überrascht mich nicht. Aber wie die Ratte hier abging, das hat mich überrascht. Was zur Hölle war denn hier los? Das war richtig verrückt. Die Welt steht mir offen. Der hat sich den Kill sogar noch geholt. Der hat sich den zweiten Kill mit dem Pikinier noch geholt, mit den zwei, drei Pikinieren, die er da hatte. Die Ratte hat einfach beide Kills gemacht, ey. Das ist die Rache fürs letzte Match von der Ratte, ne? Wahnsinn. Das gibt's doch nicht, ey. Die Ratte ging jetzt übelst ab. Aber vor allem so früh. Normalerweise braucht die Ratte doch viel länger, um überhaupt die ersten paar Pikiniere zu schicken. Da kommt er gleich mit 10 bis 15. Nach dem zweiten oder dritten Angriff. Das ist heftig. Warum ist die Ratte gerade so stark gewesen? 404-Trupp nicht gefunden. Übel. Wisst ihr was? Wir machen mal einen kleinen Bonus. Ich möchte es einfach mal wissen. Wir machen einen kleinen Bonus. Und zwar. Wo haben wir? Weil es jetzt doch so schnell ging. Gut, okay, die Folge geht jetzt eh lang genug, aber Frontline, wo war's? Frontline war die Map, ne? Ade. Wählt euren am runden Tisch. Ne, nochmal Ratte, bitte. Ich habe auch sonst die Ratte gelöscht. Ich möchte wissen, ob zwei Ratten einen Wolf besiegen können. Nein. Friedrich, wir haben es doch noch gar nicht angeschaut. Jetzt beantwortet nicht einfach alles für mich. Einmal mal zwei Ratten gegen Wolf. Ich glaub's fast nicht. Mit 4000 Stadtgold, aber ich möchte jetzt mal wissen, weil die Ratten ja so übelst abgehen im frühen Spiel. Das ist einfach mal ein kleiner, spontaner Bonuskampf. Ich glaube, drei könnten es wahrscheinlich schaffen. Aber ich möchte mal nicht mehr als, ich möchte jetzt noch keine höhere Map machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf gewisse Weise echt übel wird. Das sind jetzt die Verstärkungen, die das Schwein geschickt hat, ne? Da hatten wir ja die roten Rattentruppen. Ah, jetzt sind schon die ersten Türme da. Jetzt wird's schwierig. Wir werden überfallen. Wir werden es ja ziemlich schnell sehen, aber... Oh, ja gut, da machen sie Stress. Die Bogenschützen können ein bisschen Aua machen. Ey, man sollte... Ganz ehrlich, die Ratte sollte gar nicht mehr... Also wenn, dann sollte man den Wolf vielleicht sogar alleine lassen in so einem Kampf. Die Ratte ist gerade im frühen Spiel, was das Nervpotenzial angeht, ja extrem penetrant und eklig. Das ist ja Wahnsinn. Die knien jetzt auch beim Wolf kurz rein und haben Stress gemacht, ne? Da kommt der nächste Angriff. Jetzt genug Bogenschützen, um sogar den... Es ist unglaublich. Die haben den Turm hier kaputt gemacht. Die nagen sich hier durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht das Nagetier. Jetzt ist die Frage, kommen die rechtzeitig genug durch, um Schaden zu machen, bevor der Wolf sich aufgebaut hat auf irgendeine Art und Weise. Weil das dauert auch nicht mehr lang. Seine Wirtschaft steht jetzt bald. Und dann ist es eh vorbei. Aber die Ratten haben wirklich... Also das Supportpotenzial. Die Ratte ist ein besserer Supporter als der Marschall. Ohne Scheiß. Weil sie einfach früh Druck macht. Dann kommen später im Endgame kommen ja sogar noch Pikiniere dazu. Ohne Scheiß, die Ratte ist ein besserer Supporter als der Marschall.
Friedrich wäre mit der Ratte besser dran als mit dem Marschall, als Verbündeten. Ja, jetzt gewinnt der Wolf. Ja, jetzt wollen wir es auch nicht zu Ende laufen zu lassen, weil jetzt hat der Wolf seine Verteidigung oben. Jetzt kommt die Ratte nicht mehr durch. Aber das Potenzial, früh zu stören, kann so extrem wichtig sein, das ist verrückt. Nee. Aber ganz ohne Scheiß, eine dritte Ratte wird's packen. Jetzt, okay, das machen wir jetzt mal schnell. Wir brauchen aber eine andere Map für. Ich glaube, es gibt doch sogar noch eine 6-Spieler-Map, ne? Gut, ja, es gibt 6-Spieler-Maps, aber ich meine, es sind eher auch von Pilaf erstellte für 3 gegen 3 Kämpfe, glaube ich, gab es welche, ne? Nee? Oder auch nicht. Und ich habe sie nicht reingesetzt, das kann natürlich sein. Da müssen wir eine andere nehmen dann. Iron Hills sieht eigentlich nach einer ganz guten aus. Die Iron Hills, ne? Nehmen wir mal die Iron Hills. So, ich stelle dich mal so auf. Und gut ist. Also mit 2000 Startgold würden auch 2 Ratten. Ich glaube, mit 2000 Startgold würden 2 Ratten. 2000 Startratten, genau. Mit 2000 Startgold würden 2 Ratten einen Wolf besiegen. Aber wir machen mal die klassische Einstellung. Und ich glaube, mit 3 Ratten, die würden den Wolf jetzt bezwingen. Einfach durch den frühen Druck. Das ist das kleine bisschen, was dann den Unterschied machen wird. Da durchzubrechen. Zack, alle Fernkämpfer zerstört. Vernichtet, verstört, alles was ihr wollt. Klar, jetzt nicht gekillt. Aber genug Stress. Hier, guck mal. Genug Stress machen sie. Zack. Kornspeicher kaputt. Marktplatz gut. Der ist eh kostenlos. Ne, guck. 3 Ratten. 3 Ratten braucht's. 3 Ratten und der Wolf ist futsch. Die Ratten. Ist. Das ist verrückt. Eine Mittel- und eine Hochklasse-KI können den Wolf nicht besiegen, aber 3 aus dem letzten Tier kombiniert machen den platt. Einfach, weil dieser frühe Druck so heftig ist. Im Late-Game kann die Ratte eigentlich nur noch was bewirken, wenn sie Pikiniere baut. Aber dieser Druck im frühen Spiel ist extrem krass. Und ganz ohne Scheiß, wenn es eine separate Tierlist gäbe, was diese Teamkämpfe angeht, wenn es eine separate Tierliste geht, wie stark die KIs in Teamkämpfen sind, erst recht in der Supporterrolle, ist die Ratte viel weiter oben. Das ist Wahnsinn. Ich bin echt geflasht von der Ratte gerade. Wie schnell, also, weil der Angriff halt einfach so übel schnell kommt. Also ich weiß ja, dass die Ratte früh da ist, aber gerade durch die rennenden Lanzenträger, ne? Und diese Aggressivität, die Ratte ist ein übelster früher Berserker geworden. Die meisten Hochklasse-KIs wahrscheinlich im frühen Spiel extrem auf dem falschen Fuß erwischen können. Einfach dadurch. Und scheiß, die Ratte könnte einer der besten Supporter sein für die meisten Spiele. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, es war ein Fehler, den Wolf mit der Ratte zusammenzupacken. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal andere Spiele. Okay, war ganz schön. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen, jetzt noch mal ein paar kleine Extras zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ab nächste Woche startet höchstwahrscheinlich noch ein kleines Extras, eine Extra-Reihe. Und zwar zu einer Fan-Kampagne von Abtreibung erstellt. Zwar die Säulen der Erde. Hat 13 Missionen. Gibt es dann wahrscheinlich immer am Mittwoch eine Folge und 13 Wochen lang dann quasi, so lange geht wahrscheinlich auch noch die Teamkampfstaffel hier. Und danach geht es wahrscheinlich weiter mit, ja, dem erneuten Kreuzzugmarsch Let's Play, dass ihr Bescheid wisst, wie der Plan für dieses Jahr aussieht, ne? Aber gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten KI-Kampf beim nächsten Wochenende. Bis dahin, bye bye.